Gehen wir halt wieder vom Himmel in die Hölle runter. Aber schön, naja, morgen soll es ja eigentlich Sonntag, Montag soll es ja schon wieder regnen, oder? Ja. Ja, dann haben wir schon wieder einen Umwechsel im Wetter, oder? Deswegen habe ich gesagt, muss ich heute unbedingt mal rauf. Letzter Sommertag heute. Ja, ja, im Grunde genommen, ja. Machen wir uns noch einen Gefallen. Genau. Wer weiß, was nächstes Jahr ist, oder? Aber wo liegt da nicht jetzt Liechtenstein? Auf der anderen Seite des Rheins. Ja, ja, aber in welche? Rechts. Geradeaus rechts. Ja. Also geradeaus ist ungefähr die Grenze nach Österreich und dann rechts. Dann kann man sehen, wie alles schon verbaut ist. Wie sieht es in 200 Jahren aus? Da gibt es keine Flächen mehr. Wer weiß. Da werden wir uns Löcher in die Berge bauen müssen. Wir wissen es nicht. Oder die Welt ist schon längst untergegangen. Aber trotzdem immer wieder schön, oder? Und wie? Aber auch im Flumserberg waren viel, viel, viel mehr Kühe. Ma, das ist ja von... Das ist auch nicht so steil wie da. Ja, doch, aber es ist nur noch Glocken gehört. Nur noch den ganzen Tag. So. Am Abend haben wir die Ohren immer noch gescheppert. Nächstes Jahr noch mal am Leben, wenn ich nächstes Jahr noch am Leben bin, dann werde ich noch mal raufkraxeln hier, beziehungsweise hochfahren. Hochfahren, ja. Ufer fahren. Das ist wirklich schön. Das lohnt sich. Naja. Oh, wir haben körige Preise hier oben, ha? Na gut, im Dings war es auch nicht anders, im Flumserberg. Da habe ich für zwei Bier und Röstchen mit Käse 33 Franken bezahlt. Bier 6,50. Das muss man natürlich auch alles raufschleppen und so weiter, oder? Das ist natürlich auch, oder? Das ist natürlich ganz anders. Ich habe noch eine andere Idee für Sie, Pizzol. Ist auch nicht weit weg von Sagans oder Bad Ragazzfahren. Wo war ich noch nie auf? Von Wangs Sagans hoch. Das ist dem Auto 20 Minuten von Liechtenstein. Ich bin jetzt. Das ist auch wirklich sehr schön, wenn Sie da einfach mal in die Höhe gehen. Also ich bin jetzt in drei Orten gewesen. Ich war oben in Malbun und dann jetzt hier und dann in Flumserberg. Und das Ganze einmal im Jahr jetzt. Seit 55 Jahren. Nach oben auf. Hä? Ja, eigentlich schon, ja. Aber dann ist mal jetzt wieder Schluss. Zu viele Berge. Na, weil ich das immer sehe, von Liechtenstein, da die Höhe hier. Weil da oben das Licht dort sehe ich immer, dort brennt am Abend in der Nacht. Dann habe ich gesagt, ich möchte mal da rauf. Das musste mir erstmal erkundigen, wo das hier überhaupt ist. Wusste ja gar nicht, wie ich da fahren muss, oder? Habe ich zweimal verfahren, bin einmal eine ganz andere Strecke gefahren. Naja, gut. Ganz andere Kabinen. Die sind im Flumserberg, die sind viel größer. Vor allem kann man hinten die Fahrräder mit reinnehmen. Das ist ein anderes Konzept, oder? Ja. Und die zweite Station oben sind dann noch kleiner wie die hier. Das sind die Hälfte so. Da gehen gerade vier Leute rein. Ganz oben daher. Oder? Da kannst du kein Fahrrad mehr mitnehmen. Mann, wir gehen die Ohren zu. In die Höhe nicht gewohnt. Geht doch schnell rum jetzt. Jetzt ist ja ganz neu, die ist erst 2018 in Betrieb genommen.
Ach so, vorher war noch gar keine hier. Doch, doch, so eine alte Rotterbahn. Ich finde es gut, wenn sie so machen. Solange wie die Natur erhalten bleibt und so, dann ist es okay. Aber wenn sie da extra Bäume abschacken müssen, abhacken müssen und alles Mögliche, dann ist es nicht gut. Dann sollen die Leute zu Fuß gehen. Ohne Plastik. Und Metall. Aber so viel fährt es hier auch nicht. Nein, erstaunlicherweise nur eine halbe Stunde. Was? Nur alle halbe Stunde. Ach, alle halbe Stunde geht das. Aha. Naja, was sollen sie auch dauernd hin und her fahren, wenn es leer ist, oder? Ist ja auch Blödsinn, oder? Sollten wir das Pool trinken? Das verleiht Flügel. Vielleicht. Das ist ja schon fast unten. Geschafft. Sind wir wieder in der Hölle. Wie man es nimmt. Sieht wie ein Helm aus da. Ja. Mhm. Hat man auch zuerst gesagt, was ist denn das? So rund, oder? Aber mal was anderes, oder? Genau, ist doch originell. Hältst du der Schnee nicht so lange drauf? Rutscht besser ab. Ist aber Kupfer, oder? Ich nehme es an, ja. Sieht so aus, ja. Ja. Ah ja, es muss auch ganz hübsch. Das Kupfer sein. So, jetzt will ich das Geld wieder haben. Mal schauen, ob ich das Geld wieder kriege. Aber ist sowieso niemand da. Jawohl. Also, ich wünsche euch auch noch. Ja,